Sicher Schanz, sicher Schanz, sicher Schanz. Ach, bist du still. Jeder traurigste Lump im ganzen Land. Jetzt ist das viel. Bringt am Hochseegstag der Frau ein Blümli mit. Und was bringst du mit? Ein Streit, nicht ein Blümli. Nicht zum Essen, nur der Hochseegstag vergessen. Sicher Schanz, sicher Schanz. Jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde. Ach, bist doch still. Wie der Tag mir im Magen wie ein Pfund. Ich danke schon zu viel. Wie ein Pfund schwere Steine reiben. Hochseegstag, was hat der mir gebracht? Nupplab, nein, ich hab ihn nicht vergessen. Nur mehr Mühe haben wir gehen ins Vergessen. Jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde. Gratuliere zum Hochzeitstag. Wendelin, mach nicht schatt mit mir. Also heute nicht. Nein, wirklich, sei mal ernst. Ganz sicher. Du musst nicht meinen, du könntest dir alles erlauben. Wegen diesen paar lumpigen Fränkli, die du uns Miete zahlst. Ja. Weißt du, was der Robert mir versprochen hat vor dem Hochzeit? Nein. Ein Metzg, dann eine grosse Metzgerei, wo man zentnerweise das Fleisch verkauft mit Bein. So eine grosse Metzgerei, blitzblank mit Würst und Fleisch, wo du dir vor lauter Geld fast nicht mehr zu helfen weisst. Und was ist an dieser Stelle? Er ist nichts als Schlachthausgesell. Es ist ein Schatz, es ist ein Schatz, es ist ein Schatz. Greifet zu, essen doch, es wird ja kalt. Es hat auch anders, wenn das Geschäft dir nicht gefällt. So ein Hochseegsessen ohne Brut, wer fährt? Hätten wir nicht für den Magen gerade einen Trost verab. Schnitzelkotelett, Entrecote, helfen schnell die Liebesnot. Greifet zu, essen doch, es wird ja kalt. Also, ich begreife dich nicht. Was hätte ich darum gegeben, wenn mein Hochseegsessen ohne Brut stattgefunden hätte? Und ich erst, wenn du Nein gesagt hättest. Und wenn du wüsstest, wie gern ich Nein gesagt hätte. Und wenn du wüsstest, wie froh, dass ich gewesen wäre, wenn du Nein gesagt hättest. Sind doch endlich mal still! Entschuldige, aber du wirst doch zugeben, dass es besser ist, wenn das Geld in der Familie bleibt. Hast du so eine grosse Metzgerei? Ganz weiss gekachelt. Mit Filialen. Mit weiss gekachelten Filialen. Ja, aber ihr esst ja gar nicht. Wenn da vielleicht etwas Kräftigeres. Ein Gnocchi. Hm? Es hat noch Gnocchi. Und was haben wir noch daheim? Gnocchi. Wädli. Schnörli. Läffli ohne Bein. Es muss im Kühlschrank noch Zungenwurst mit Sauerkraut haben. Oder Rippli oder Speck durchzogen. Ganz eins an. Wenn dich liebe Schmerzen plagen, musst nur an einem Gnagi gnagen. Du wirst froh, du wirst frisch, du bist frei. Dass du es bei denen überhaupt aushältst. Wendelin, was ist? Schon zurück? Ich habe mich rausgerührt im Rathaus. Rausgerührt? Dich? Der Millionär Pfangerstiel? Wieso? Sie meinen, ich sei verrückt. Verrückt? Du seist verrückt? Ja. Sie meinen, ich spinne. Haben Sie auch das Gefühl, ich sei verrückt? Du verrückt, wenn du spinnst? Ich meine, du spinnst nicht. Du spinnst, wenn du meinst, du spinnst. Ja, du spinnst, wenn du meinst, du spinnst. Wenn ich meine, ich spinne, dann spinne ich. Spinne ich eben doch. Muss mal den Alfons fragen. Klar. Natürlich, der spinnt. Die Tortenversickerei? Das viele Geld oder für seine blöden Geschenke verdoppelt? Die dumme Ständli. Weißt du was? Weißt du was? Hm? Ein Anwalt müssen wir nehmen. Der muss in eine Anstalt. Und wir als seine einzigen Verwandten verwalten dann das Vermögen. Und dann? Und dann? Dann kommt das Glück, dann kommt das Glück zu ein neues Heim. So eine grosse Metzgerei mit Fleisch und Bein.
so einem Metzg mit Gnadi, Schüfli, Schnörli, Wurst und Fleisch, dass du dir vor lauter Glück fast nimmer zu helfen weisch. Jetzt haben wir ein gemeinsames Ziel, ihr Haus für den Pfannenstiel. Dann kommt's Glück, sehe Glück für uns zwei.